Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick. Wir sind jetzt in Kapitel 17, es ist 5:10 Uhr, bald bricht der Tag an und wir wurden beim letzten Mal von einem seltsamen Ding im U-Boot gerettet, beziehungsweise Lynn und Camilla wurden gerettet. Das umgedrehte U-Boot sinkt weiter, langsam, aber unaufhörlich. Eine weite Reise bis hinab zum Meeresgrund. Da ist das komische Ding. Lynn und der kleinen Lady standen die Dunkelheit und das Salzwasser bis zum Hals. Doch in der letzten Sekunde hat etwas sie gerettet. Nun schaut es sie still an. In meinem Kopf brennt eine gigantische Frage. Was in aller Welt ist das? Okay, es fällt auseinander. Was passiert da? Ein mechanischer Mann. Huh? An wen erinnert das bloß? Huh? Wie ich sehe, hast du überlebt, Kommissarin. Hey, Sie sind... Verzeih mir meinen Aufzug. Ich muss wohl meinen Körper verlegt haben. Sizzle, ja. Oh, und du da. Du bist der Geist, der Lynn schon den ganzen Abend rettet, ja? Du wusstest die ganze Zeit von mir? Natürlich. Welche Erklärung gäbe es sonst für all die unnatürlichen Geschehnisse? Wenn Sie es wussten, warum haben Sie die ganze Zeit nichts dagegen unternommen? Und warum retten Sie uns jetzt plötzlich? Ich dachte, Sie wollten sich an uns rächen. Ich weiß nicht recht. Bitte, du musst es mir sagen. Ich muss es wissen. Wer in aller Welt bist du? Sissel, wie siehst du aus? Was ist passiert? Ich kann dieses Bild von mir nicht länger aufrechterhalten. Du erinnerst dich nicht, wer du bist. Genau. Ich habe heute Nacht all diese Mühe auf mich genommen, um es herauszufinden. Eine ganze Weile dachte ich wäre du, Sissel. Sissel? Mein Name ist nicht Sissel. Du wirst dich sicher schon bald wieder erinnern, wer du bist und auch wer ich bin. Was? Moment, aber warum heißt er nicht Sissel? Der Mann vor mir bin nicht ich. Ich bin wieder weiter von der Wahrheit entfernt als zuvor. Oder vielleicht auch nicht. Etwas wühlt in meinem Geist auf, eine aufkeimende Erinnerung. Kenne ich diesen Mann? Jetzt, da ich sein Bild abgelegt habe, fühle ich mich einen Schritt näher an der Wahrheit. Jetzt scheint er ja ganz harmlos zu sein und will uns nicht mehr töten, aber warum? Sie haben uns voll erwischt. Dieses U-Boot ist hinüber. Der Maschinenraum ist komplett verwüstet. Die Bootshülle hat einen Leck. Wir sinken. Was tun Sie hier? Ich dachte, Sie hätten einen Deal mit diesen Leuten. Sie haben mich verraten. Es war töricht von mir, Ihnen zu trauen. Sie haben bereits das, was Sie wollten. Den Temsig-Splitter. Ich wusste nicht, dass Sie über alles Bescheid wussten. Sie meinen, Sie wussten von der Quelle Ihrer Kräfte? Ja. Die Strahlung des Meteoriten hat zwei Effekte auf Lebewesen. Sie verleiht ihnen Kräfte und Zeit. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir gerne hier mehr erfahren. Dumm, dumm, dumm. Erstmal über den Krafteffekt der Strahlung. In diesen 10 Jahren habe ich einen Schrottplatzvorsteher bei seiner Forschung beobachtet. Und ich glaube, ich habe etwas verstanden. Oh, da unten ist Rakete. Die Strahlung des Meteoriten gibt Geistern besondere Kräfte. Wie das in Besitz nehmen und manipulieren von Gegenständen. Und in meinem Fall das Tauschen von Gegenständen. Genau. Wie es aussieht, sind die verliehenen Kräfte unterschiedlich. Und sie ändern sich anscheinend auch im Laufe der Zeit. Wirklich? Ja, meine Kräfte haben sich in den letzten 10 Jahren stark verändert. Zunächst konnte ich nur kleine Lebewesen manipulieren. Und wie haben wir deiner Meinung nach diese Kräfte erhalten? Ganz einfach. Ja, wie? Kurz gesagt, waren wir bei unserem Tod der Meteoritenenergie ausgesetzt, seiner Strahlung. Das ist der Grund, wenn man stirbt, während man der Strahlung ausgesetzt ist?
An jenem Tag vor 10 Jahren. Durchbohrte ein Splitter des Meteoriten mein Herz und ich starb. Daher habe ich besondere Kräfte erhalten. Hey, Moment mal. Habe ich auch so meine Kräfte bekommen? Da könntest du recht haben. Ja, er ist doch in diesem Loch gestorben, wurde überfahren und hat dann die Strahlung vom Meteoriten selbst abbekommen. Genau da. Sind die Überreste des Temsig denn nicht immer noch im Park am Grund des Kraters? Das stimmt. Also muss das heißen, dass ich auch der Strahlung ausgesetzt war, als ich starb. Okay, Zeiteffekt der Strahlung. Es gibt einen weiteren Effekt, den die Strahlung auf uns hat. Sie verleiht uns Zeit. Auch dieser Zeiteffekt hat mit dem Tod zu tun, aber die Details sind mir noch nicht ganz klar. Also ist die Tatsache, dass ich 4 Minuten vor dem Tod einer Person zurückgehen kann, ein weiterer Effekt des Meteoriten? Eine der Eigenschaften des Meteoriten ist die Fähigkeit, den Moment des Todes zu wiederholen. Den Moment des Todes zu wiederholen? Ah, das ist mir alles zu seltsam und verwirrend. Ich kann es nicht verarbeiten. Für mich ergibt das in etwa so viel Sinn wie alles andere. Ja, seltsam und verwirrend. Das beschreibt gut den Gegenstand, der mich damals durchbohrte. Dank dieses Meteoritensplitters ist meine Existenz ein einziger Widerspruch. Was meinst du? Widersprüchliche Existenz, hä? An jedem Tag, als der Splitter mein Herz durchbohrte, verlor ich mein Leben. Aber weil er in mir blieb, regenerierte der Splitter meinen Körper immer und immer wieder. Mit anderen Worten, mein Körper blieb im Moment zwischen Leben und Tod gefangen. Was? Meine Körperfunktionen haben vor 10 Jahren versagt, aber die Zeit meines Körpers blieb für immer im Moment stehen, im Moment kurz vor meinem Tod stehen. Die Zeit blieb stehen? Also existierte ich einfach. Nicht lebendig, aber auch nicht tot. Und das wäre dann auch schon die Geschichte meiner letzten 10 Jahre seit dieser Sache im Park. Mein Körper ist keinen Tag gealtert, mein Haar keinen Millimeter gewachsen. Da fällt mir ein, was der alte Taubenmann gesagt hat. Er sagte, er konnte seinen Körper nicht mit dem Skalpell schneiden. Also wurde sein Körper nach jedem Schnitt sofort regeneriert. Wow. Okay, aber warum willst du jetzt keine Rache mehr an uns ausüben? Bevor ich das Land verließ, wollte ich noch eines tun. Ich wollte mich an denen rächen, die unsere Leben gestohlen haben. Unsere Leben? Als Teil des Deals mussten die Typen mit ihrer Kooperation... Was? Als Teil des Deals mussten die Typen mit mir ihre Kooperation versprechen. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn. Tut mir ein bisschen leid, es ist schon ein bisschen spät am Abend. Und ich habe gerade eben die Folge schon aufgenommen. Ich werde jetzt alles aufnehmen. Aber ich bin schon ein bisschen müde. Also was heißt abends? Es ist nachts, aber ich bin in der nächsten Woche nicht zu Hause. Aber ich will jetzt nicht eine Woche lang nichts aufnehmen, nichts hochladen. Weil dann foltere ich euch ja an. Ich will nicht die Spannung so weit überspannen, sondern ich will das Projekt gerne beenden und hochladen, dass ich das dann im Verlauf der Woche etwas veröffentlichen kann, damit ihr das dann auch sehen könnt. Also müsst ihr das ein bisschen nachsehen, bitte. Also. Kooperation? Sie meinen die Entführung? Alles lief gut. Ich manipulierte den Minister und zwang ihn, das Todesurteil zu sprechen. Aber ich dachte, er bläst die Hinrichtung vielleicht in der letzten Minute wieder ab. Daher wolltest du, dass man seine Tochter entführt. Aber die haben das falsche Mädchen geschnappt. Ich wusste ja nicht, dass sie eigene Gründe für ihre Kooperation mit mir hatten. Hä? Ihr Ziel war es, alle zu beseitigen, die etwas mit Temsig zu tun hatten. Ah, das heißt, sie wollten allein diese Macht besitzen. Und jeder, der davon wusste, sollte beseitigt werden, damit keiner weiß, was das für Kräfte sind. Kommissar Jode war einer davon, also haben sie nur zu gerne kooperiert. Inspektor Cabanela und der Schrottplatzvorsteher sollten auch sterben. Und wie sich herausstellte, war auch ich eines ihrer Ziele. Sie stahlen meinen Temsig-Splitter und hier bin ich nun. Aber sie hat noch ein letztes Ziel. Lin?
Aber warum dich, Kommissarin? Mich? Aber sie weiß doch gar nichts von Temsig, oder? Ein letztes Ziel. Wenn du nicht vor 10 Jahren in diesem Park gewesen wärst, hätte ich nie so etwas Dummes getan, wie eine Geisel zu nehmen. Aber ich war doch nur ein kleines Kind, das im Park spielte. Ja, ich weiß. Hä? 10 Jahre später aber bist du eine Kommissarin, die an Joes Fall arbeitet. Heute Nacht habe ich dich an einem stillen Ort am Stadtrand gelockt. Das war eine Falle. Ah, deswegen war sie da. Richtig, und dann hat der Manipulator sie übernommen, um das Beweismaterial für die Ermordung zu bekommen. Ich habe dir gesagt, wer ich bin. Du hattest mein Gesicht an dem Tag vor 10 Jahren nie gesehen. Also hast du mich nicht erkannt. Genau, und jetzt wird er wahrscheinlich aus dem Körper rausgehen, ja. Boah, was für eine Riesenreichweite der hat. Ich ergriff Besitz von dir und zwang dich, mich zu erschießen. Dein Unterbewusstsein hat sich mir widersetzt. So ein starker Wille. Erstmals konnte ich jemanden nicht ganz kontrollieren. Du hast es wirklich geschafft, woanders hinzuzielen. Der erste Schuss ging daneben. Auf dem Schrottplatz gab es Sicherheitskameras. Ich wusste, dass sie dich wegen Mordes suchen würden. Zumindest war das mein Plan. Da war der Kurzsichtige. Aber sie hatten etwas anderes vor. Sie wollten dich einfach auslöschen. Doch dann hat ihnen jemand einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau, das waren dann wir. Ich tauchte auf. Ja. Ich sollte sie danach treffen, aber etwas ging wieder schief. Was ist passiert? Naja, Cabanilla hat den Körper woanders hingeschafft. Mein Körper war verschwunden. Aha, dafür war der Inspektor in Weiß verantwortlich. Mein wertvolles Druckmittel war in dem Körper. Ich musste ihn um jeden Preis zurückbekommen. Der Inspektor hat mir ohne Ende Scherereien bereitet. Aber warum waren diese Leute hinter mir her? Ich hatte noch nicht einmal von Temsig gehört. Weil du an Joes Fall dran warst. Sie dachten, du würdest früher oder später von Temsig erfahren. Nun gut. Und wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Das klang... Entweder ist es auseinandergebrochen oder auf Grund gelaufen. Und das wäre dann so ziemlich die ganze Geschichte. Nun können wir nur warten, bis das Meer das U-Boot zerdrückt. Oh nein! Es gibt keine Kerne, die diesen Ort mit der Oberfläche verbinden. Ich habe eine Idee. Wir schließen die Telefonleitung an und... Hier unten gibt es keine Telefonkabel. Sie wollten, dass dieses U-Boot mein Sarg wird. Ein Sarg für die Toten. Es gibt kein Entkommen. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was sie in diesen 10 Jahren durchgemacht haben. Was? Dieses Gefühl, abgeschnitten von der Welt, allein in einem U-Boot. Langsam auf den Grund eines endlosen Meeres sinkend. So müssen sie sich die ganze Zeit gefühlt haben. Oh, kam wieder mit wach. Lin. Camilla! Stimmt das? Sitzen wir hier fest? Was? Wenn mein Papa hier wäre, würde er uns sicher retten. Oh, Camilla, es tut mir so leid. Merkwürdig. Was ist, Sissel? Etwas verstehe ich nicht. Warum haben sie sich die Mühe gemacht, den Kontrollraum abzutrennen? Was?
Warum haben sie nicht einfach das Temsig-Fragment gestohlen und sind geflohen? Warum mussten sie deinen Körper im Meer versenken? Das ist eine gute Frage. Aber ich schätze, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Wir werden ihn nie wiederfinden. Wir wissen nicht, wohin er katapultiert wurde. Moment mal! Doch, das wissen wir! So erfahren wir auch, wo Kommissar Jode ist. Das Geschenk vom Inspektor und Weiss. Stimmt, Kommissar Jode hat mir gesagt, ich soll für ihn darauf aufpassen. Und die Kugel ist noch immer in der Leiche im Kontrollraum, nicht? Dann sollten wir damit genau bestimmen können, wo sie ist. Aber selbst wenn wir herausfinden, wo sie ist, wie kommen wir dorthin? Uns dreien sollte doch sicher eine Lösung einfallen. Mit unseren Kräften. Oder, Fräulein Lin? Genau. Und Augenblick mal, wie wäre es mit einem Torpedo? Ein Torpedo? Es ist jedenfalls viel zu früh, um aufzugeben. Wir sind wohl Kommissar Jodes letzte Hoffnung. Kommt schon, legen wir los. Nun gut, habe ich jetzt drei Geister zur Verfügung? Oh, nur einen. Nun gut, aber na gut, der hat keinen Kern. Das wundert mich ein bisschen. Ich fühle mich so mickrig. Rakete hat so eine Riesenreichweite, der hat so eine Riesenreichweite. Flasche, Stehlampe, Steuerung. Bedienen wir die mal. Hallo. Ach, das sind die Weintrauben, der mal gefuttert hat. Genau, schön dekadent auf dem Bett liegend. Warum überschüttet mich diese Maschine mit Obst? Das scheint der Privatraum des Oberoffiziers zu sein, oder? Diese Maschine dient wohl dazu, ihn im Bett mit Trauben zu füttern. Oh, das klingt himmlisch. Ich denke jetzt schon eine Weile darüber nach. Findet ihr nicht auch, dass ihre Technologie nun daneben ist? Sagt der Typ, der einen Deal mit diesen Leuten geschlossen hat. Jedenfalls ist der Arm der Maschine wohl ein wenig kaputt? Nein, ich glaube, der funktioniert schon ganz richtig. Weil es steht ja alles seitwärts. Okay, mit dem Telefon kann ich jetzt so anders hin. Torpedoraum. Der Torpedoraum? Vielleicht ist da noch ein Torpedo übrig. Ich sehe mal nach. Oh, ich verstehe. Du willst den Kontrollraum mit einer Rakete rammen. Naja, rammen nicht. Wir wollen Jode ja nicht in die Luft jagen. Aber etwas in der Art. Wir klettern noch auch hoch in den Torpedoraum. Oben ist es definitiv sicherer. Okay, dann treffen wir uns dort. Ja, da kann euch ja der Sizzle oder wie auch immer er jetzt wirklich heißt, helfen. Scheinbar kann man die Torpedos mit den Schaltern manuell zünden. Es gibt zwei Röhren, also sollte noch einer übrig sein. Als erstes müssen wir ihn in die Röhre stecken. Wenn es um Raketen geht, kannst du auf mich zählen. Wenn ich irgendwann mal einen Hund habe, nenne ich ihn auch Rakete. Definitiv. Oder ein. So als Referenz an Cowboy Bebop, wer das von euch gesehen hat. Wer es nicht gesehen hat, ihr müsst es unbedingt gucken. Es ist ein Anime, aber den kann man auch gucken, wenn man keine Animes mag. Er ist einfach großartig, wirklich. Mr. Jack Smith weiß, wovon ich rede. Ich gebe die Koordinaten für den Kontrollraum in den Torpedo ein. Ich habe gerade den Notstrom eingeschaltet. Die Schalter sollten funktionieren. Okay, versuchen wir es. Viel Erfolg! Okay. Dann schauen wir mal. Blub, blub, blub. Schalter umlegen, bla bla. Hä? Soll ich jetzt den Schalter umlegen oder wie? Dieser Schalter rührt sich nicht. Ist er kaputt? Ich glaube aber nicht, dass das ganze Gerät kaputt ist. Wahrscheinlich würde es klappen, wenn ich diesen Schalter bewegen könnte. Wir müssen einen Weg finden, um ihn irgendwie zu bewegen. Aber meine Kräfte alleine reichen nicht. Wie wäre es, wenn eine Rakete einfach die Schalter tauscht? Vielleicht ist der Schalter an sich kaputt. Was wird mit den beiden Ladies passieren? Und das liegt wohl an uns und unseren Kräften. Was? Wir haben jetzt keine Zeit, um unentschlossen in der Gegend herumzustehen. Leist du mir deine Kräfte, Rakete? Ich? Natürlich. Verlass dich drauf. Genau das wollte ich hören. Nein, 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 ich will nicht mit Lin sprechen. Ich will in das Telefon rein. Und dann tauschst du doch mal die beiden Schalter. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht funktioniert. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, oder was anderes können wir nicht machen. So, umlegen. Klack. Jawohl, geht doch. Jetzt darf der Torpedo bloß nicht runterfallen. Dann mal los, der Torpedo sieht startklar aus. Hier ist auch alles bereit. Aber etwas ist merkwürdig. Was? Der Kontrollraum.
Es sieht aus, als würde er langsam sinken. Sinken? Sieht aus, als hätte er seinen Schub oder so verloren. Was ist da los? Keine Ahnung, aber ich schätze, ich werde es herausfinden. Gut, also ab in die Rakete. Ich starte sie für dich. Okay, danke. Dann mal hinein. Ich habe den Kurs für den Torpedo schon eingestellt. Er wird in Richtung Kontrollraum zu Kommissar Jode navigieren. 12 Sekunden nach Start zieht er kurz am Kontrollraum vorbei. In diesem Moment hast du die Chance, in den Kontrollraum zu springen. Okay, verstanden. Und dann finden wir einen Weg, dich zu retten. Das ist wahrscheinlich meine letzte Aufgabe für heute. Halte durch, bis wir zurück sind. Okay, los, Rakete. Rakete? Ich... Tut mir leid, ich kann nicht gehen. Was? Wie soll ich das anstellen? Ich kann Fräulein Lynn und Camilla nicht im Stich lassen. Ich kann es einfach nicht. Rakete. Ich habe die Schalter getauscht, damit die Rakete startet. Du musst den Rest machen, Sissel. Ich kann es auch nicht. Ich kann Rakete nicht bitten, mitzukommen. Ich verstehe genau, wie er sich fühlt. Vielleicht mag der andere Sissel ja mitkommen. Ich möchte, dass du gehst, Rakete. Was? Aber Fräulein Lynn... Wenn du hier bleibst, ändert sich unser Schicksal nicht. Aber wenn du mit Sissel mitgehst, kannst du etwas tun. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Aber was ist, wenn das etwas nicht passiert? Dann sehe ich dich nie wieder. Nie, nie wieder. Sogar ich verstehe das. Ich könnte es nicht ertragen. Keine Sorge, Rakete. Freund Camilla. Ich weiß einfach, dass ihr es schafft. Sissi und du. Ich glaube an euch. Ich warte genau hier. Wir sehen uns wieder. Keine Sorge. Fräulein Camilla! Genau, Rakete, komm mit. Wir bilden das perfekte Team. Braver junge Rakete. Bist du bereit? Vergiss nicht, 12 Sekunden, nachdem ich den Schalter umlege. Wir sind bereit. Dann heißt das jetzt wohl auf Wiedersehen. Sissel? Ja? Wir haben nie erfahren, wer du wirklich bist. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß nur, dass ich sehr froh bin, dich heute kennengelernt zu haben. Danke für alles. Und ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe, Frau Kommissarin. Aber wir sehen uns wieder. Oder, Sissi? Oder, Rakete? Stimmt. Wir versprechen es, kleine Lady. Natürlich tun wir das. Was auch passiert, ich werde dich nie vergessen. Also, los geht's. Viel Glück, mein Freund. Mir gefällt das zwar nicht, die beiden im U-Boot zurückzulassen, aber was bleibt uns anderes übrig? Auf geht's. Diese 12 Sekunden dauern eine Ewigkeit. Ich überlege fieberhaft, wie ich Lynn und die kleine Lady retten kann. Wie kann ein Lichtstrahl der Hoffnung bis auf den dunklen Meeresgrund gelangen? Bevor ich eine Antwort finden kann, sind die 12 Sekunden um. Sollten wir den Torpedo entschärfen. Oder so geht's auch. Sehr gut. Der komische Typ da ist wahrscheinlich ein Roboter oder so. Zumindest steht er einfach so da. Kommissar Jode. Ich wette, das war der große maskierte Mann. Ich werde ihn beißen. Lieber nicht, sonst bist du dir noch einen Zahn. Der Kontrollraum hat den Schub verloren und sinkt. Ich frage mich, was der maskierte Mann tun wird. Lass uns mit Kommissar Jode sprechen. Ich vermute mal, er hat keinen Sauerstoff mehr oder so. Entschuldigen Sie die Verspätung, Kommissar Jode. Wer sind Sie? Sind Sie Sissel? Bitte verzeihen Sie meinen Aufzug. Ich kann nicht glauben, dass Sie es sich sehr geschafft haben. Wie geht es Camilla? Und was ist mit Lynn? Nun, das ist eine lange Geschichte. Ich erkläre Kommissar Jode, was auf dem U-Boot Yonoa geschehen ist. Das U-Boot ist schwer beschädigt. Warum würde man das tun wollen? Das wüsste ich auch gern. Ich kenne die Antwort. Es ist, weil man Angst vor meinen Kräften hat. Du? Du bist uns gefolgt? Ich habe es nicht einmal gemerkt. 10 lange Jahre ist es her, Kommissar Jode.
Sind Sie Jumil? Also erinnern Sie sich an mich, was? Wie könnte ich Sie vergessen? Das ist also dein richtiger Name? Jumil? Ja, das ist er. Aber warum nannten die Leute auf der Junoa dich dann Sizzle? Das war nur ein Deckname für meinen Deal mit ihnen. Ich sah keinerlei Grund, ihnen den richtigen Namen zu nennen. Du hast mir einen Gefallen. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ich versuche die ganze Nacht schon, meine wahre Identität zu finden. Nur zu. Es gibt sicher noch vieles, was wir dir erzählen können. Oder, Jode? Ja. Gut, dann reden wir erstmal über Jumil. Vor 10 Jahren waren Sie ein führender Systemtechniker, oder? Systemtechniker? Was ist das? Ich bin übrigens ein führender Zwergspitz. Es ist wohl schwer, das einem Hund zu erklären, aber das ist jemand, der sich mit Computern auskennt. Ich will ja nicht angeben, aber ich war einer der Besten in der Branche. Deswegen hat man mich auch für das Projekt ins Boot geholt. Projekt? Welches Projekt? Ein Projekt zur Neuorganisation geheimster Staatsinformationen. Das Ziel war, ein neues System mit Multidimensionalitätsprogrammierungstheorie-Applikationstechnik. Ah ja. Ein Regierungsbeamter bat mich, an dem Projekt mitzuarbeiten. Klingt nicht nach etwas, das ein führender Zwergspitz verstehen könnte. Für mich klang es nach einem weiteren interessanten Job. Aber dieses Projekt war auch Ziel eines geheimen Plans. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Verbrechen die wichtigsten Staatsgeheimnisse anlocken. Nie hätte ich gedacht, dass ich es mal mit Spionen zu tun bekäme. Es wurde nie bekannt, aber alle Unternehmen im Land waren daran beteiligt. Und dann taucht eines Tages der Name eines Programmierers auf, der Verdächtigenliste auf. Ich habe den Kern des Systems entwickelt. Die Polizei hat sie verhaftet und dann kam es zu dem Vorfall. Er entfloh seiner Befragung und nahm die kleine Lynn als Geisel. Übrigens, Kommissar Jode, wann wurde meine Unschuld bewiesen? Etwa 6 Monate nach ihrem Tod. Es tut mir so leid, Jumil. Gut, es war auch Motiv der Rache, denn die richtige Rache scheint es ja nicht zu geben, sonst würde er jetzt nicht mit uns kooperieren. Vor 10 Jahren... wurde meine Seele von meinem Körper getrennt und ich verlor alles. Ich war in ewiger Dunkelheit gefangen. Ich existierte in dieser Welt, kein Zweifel. Oh, so geile Musik. Aber niemand spürte meine Anwesenheit. Was nutzten schon meine Kräfte? Sie helfen keinem. Nicht einmal die Zeit konnte meine Wunden heilen. Sie machte sie sogar schlimmer. Ich wollte verschwinden. Aber nicht einmal das konnte ich. Es war schon ganz richtig, wie Lynn es beschrieb. Langsam auf dem Grund eines endlosen Meeres sinken. Ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit und Verzweiflung. Ich wollte nur, dass alle so sehr leiden wie ich. Darum haben sie Alma getötet. Das stimmt. Ich wollte, dass sie spüren, wie es ist, alles zu verlieren, was ihnen wichtig ist. Ich wollte, dass sie den gleichen Schmerz wie ich spüren. Was? Es war der perverse Wunsch eines vor Einsamkeit kranken Geistes. Und dann, als ich meine Rache plante, kam mir eine Idee. Ich entwickelte einen Plan, um mittels meiner Kräfte einen Deal abzuschließen. Okay. Der Deal. Und da gibt es etwas, was ich an diesem Deal nicht ganz verstehe. Ihre Kräfte wären sicher sehr nützlich für Sie. Aber was hatten Sie von dem Deal? Ein neues Leben. Leben? Ich habe 2 Bedingungen gestellt. Die erste war, dass Sie mir bei meiner Rache helfen. Und die zweite war meine Wiedergeburt. Wiedergeburt? Ein Neuanfang, hä? Mir war es egal, ob es ein falsches Leben, ein künstliches Leben ist. Ich wollte nur ein Gefäß für meine Seele, einen Namen, eine Adresse, einen Alltag.
Ich wollte in einer Gesellschaft alt werden, die mich akzeptiert. Und schließlich wollte ich im Kreis meiner Lieben sterben. Das ist das Leben, worum ich sie gebeten habe. Ein komplett von Menschenhand erschaffenes Leben. Ja, ich wusste, dass ich nicht mehr erwarten konnte. Um all das wahr werden zu lassen, braucht es Geld und viel Macht. Daher habe ich mich an eine Regierung gewandt. Und schließlich haben sie mich mit Verrat bezahlt. Tja. Sie waren viel vorsichtiger, als ich erwartet hatte. Sie sandten Spionen in dieses Land und untersuchten meine Kräfte auf eigene Faust. Und sie haben sogar herausgefunden, was es mit Temsig auf sich hatte. Und sie ahnten davon nichts? Überhaupt nichts. Ich war ein Dummkopf. Aber wenn das so ist, warum hat sich diese Regierung überhaupt auf diesen ganzen Deal eingelassen? Warum haben sie nicht einfach noch einen Splitter aus dem Park gestohlen? Das konnten sie nicht. Hä? Nach den Manipulatorfällen wurde auch hier geforscht. Der Regierung wurde ein Bericht über die Machtquelle des Manipulators vorgelegt. Von Inspektor Cabanela und dem Taubenmann, richtig? Zunächst glaubte die Regierung den Bericht nicht. Aber dann haben sie den Park observieren lassen. Nur zur Sicherheit. Observieren, hä? Es sieht aus wie ein normaler, friedlicher Park, aber dort sind immer bewaffnete Wachen. Moment, ist der Typ ein Geheimagent? Sag bloß, der komische Typ mit den Handzetteln gehört dazu. Nein, er nicht. Er ist einfach nur ein komischer Typ. Na dann. Das wäre auch irgendwie arg seltsam gewesen. Auf internationaler Ebene ist der Park ein stilles Schlachtfeld. Deshalb konnten sie den Temsig-Meteoriten nicht stehlen. In letzter Zeit arbeiteten sie unter dem Vorwand, ein Wohngebiet zu bauen. An einem Plan, um den Park zu zerstören und den Temsig sicherzustellen. Das war es also. Und das Ergebnis ihres tollen Deals ist das hier, hä? Ja, es ist das Ende, das ich verdiene. Aber über eines müssen Sie doch froh sein. Was denn? Sie haben es geschafft, mich bis in alle Ewigkeiten an den Meeresgrund zu fesseln. Nun, sollen wir loslegen? Womit denn? Na, Kommissar Joe wieder zum Leben zu erwecken. Was? Was soll das denn jetzt bringen? Aber wir haben es versprochen. Wir haben Fräulein Lynn und Fräulein Camilla versprochen, sie zu retten. Das geht nicht ohne Sie, Kommissar Joe. Das Schicksal hat mich heute an diesen Ort geführt. Ich gebe jetzt nicht auf. In Ordnung. Schauen wir mal, wohin es uns jetzt führt. Dann gehen wir zurück in die Zeit. 4 Minuten vor ihrem Tod. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir Joe retten können. Was genau uns das bringt, weiß ich auch noch nicht. Aber wir haben es versprochen, deswegen machen wir das auch mal. Yonoa Kontrollraum. So. Also. Wo geht die Reise hin? Es geht nirgendwo hin, Kommissar. Was? Wir hatten nur genug Benzin, um uns schnell zu entfernen, Kommissar. Bald ist es verbraucht und das ist dann unsere Endstation, Kommissar. Wovon reden Sie, dass Sie auch hier festsitzen? Ja, er ist ein Roboter. Übrigens, ich bin kein Mensch, Kommissar. Das war aber irgendwie schon ersichtlich. Also so wie er sich verhält und die glühenden Augen und so. Ich bin ein ferngesteuerter Roboter, Kommissar. Was? Die Technologie in Ihrem Land ist wirklich irgendwie, nun, daneben. Das hören wir oft, Kommissar. Warum nehmen Sie all diesen Ärger auf sich? Das ist nur eine Hülle, kaum noch eine Bedrohung. Kommandant Sith ist gerade auf alles vorbereitet, egal wie klein die Möglichkeit sein mag. Er ist gerne auf alles vorbereitet, so. Möglichkeit? Wovon sprechen Sie? Das müssen Sie nicht wissen, Kommissar. Immer dieses Kommissar. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt sagen Sie auf Wiedersehen, Kommissar. Am Ende bleibt Ihr Schicksal doch gleich, Kommissar. Ah, Camilla, verzeih mir. Nun gut, wir müssen nur irgendwie entweder den Roboter stoppen oder das Pult entfernen. Oder dieses Maschinengewehr. Wir haben 3 Möglichkeiten. Mal schauen. Es ist noch nicht vorbei. Nicht? Erinnerst du dich, was der große maskierte Mann gesagt hat? Auf alles vorbereitet, egal wie klein die Möglichkeit sein mag. Möglichkeit. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Chance geben. Eine Möglichkeit, dass wir die Lage ändern können.
Nun gut, drehen wir die Zeit nochmal zurück. Trickzeit. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Das kennen wir doch schon. Ich wollte mich eigentlich in der Geisterwelt umgucken. Hallo, kann ich das nicht überspringen? Es bringt nichts, wenn ich die Maus gedrückt halte. Na gut. Huch. Was ist, Kommissar? Schaut euch Jumiels Hülle an. Aus seinem Körper tritt keine Aura aus. Natürlich nicht. Der Temsig-Splitter ist weg. Kann diese Veränderung seiner Hülle vielleicht eine Spur sein? Tja. Ich habe es durchschaut. Ich weiß, was die, egal wie kleine Möglichkeit ist, von der sie sich fürchten. Was denn? Dank der Kraft des Temsig wurde meine Zeit dauerhaft angehalten. Sein Körper blieb im Moment zwischen Leben und Tod gefangen. Genau, aber jetzt nicht mehr. Das Temsig-Fragment wurde gestohlen. Genau, und was bedeutet das? Ich verstehe es. Deine Leiche wacht nicht mehr zum Leben. Sobald der Temsig später fort war, wurde meine Hülle zu einer ganz normalen Leiche. Mal sehen, das heißt, wir können zurück in die Zeit 4 Minuten vor deinem Tod. Aber Moment mal, wann genau ist das? Ganz einfach, wir finden es heraus, wenn wir da sind, los. Alles klar, dann drehen wir mal die Zeit zurück. Was wird uns da erwarten? Aha, jetzt wird's spannend. Jetzt wird es verdammt spannend. Ich falle scheinbar endlos durch die Schleier der Zeit. Und dann sah ich ihn. Den letzten Tod am Ende der längsten Nacht. Wer genau bin ich? Ich habe bereits alle Spuren gesehen. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern. Die letzte Reise zur Wahrheit beginnt jetzt. Tja, meine Freunde, aber nicht für uns. Denn das Kapitel ist zu Ende und das bedeutet, die Folge ist leider auch zu Ende. Ich muss euch noch einmal zappeln lassen, denn das nächste Kapitel wird das letzte Kapitel sein. Damit wird die Geschichte leider zu Ende sein, aber ich hoffe, ihr seid jetzt schon ultra gespannt darauf. Ich freue mich schon sehr, das wieder zu spielen und ja, ich hoffe, ihr seid dabei und ich sage noch ein letztes Mal bis zum nächsten Mal, zumindest für dieses Projekt, wenn man jetzt mal den Special Part am Ende nicht dazu zählt, wo ich dann nochmal die Informationen zeige. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann.